Hier ist Day of Destruction TV, da ist Alibek. Ich habe jetzt Felix Minnertz bei mir. Felix, du hast gerade gegen einen chinesischen Kämpfer, ich würde sagen, sehr, sehr knapp verloren. Ich glaube, das haben nicht auch alle anderen so gesehen. Was meinst du, was sagst du dazu? Ja, auf jeden Fall war es ein sehr guter Gegner. Es war ein anstrengender, harter Kampf, aber eigentlich habe ich und mein Trainer, unser Trainerteam, alle haben mich eigentlich knapp vorne gesehen. Aber gut, die Punktrichter haben entschieden und wir müssen das Urteil so hinnehmen. Ist zwar schade, aber ich habe einen guten Kampf gemacht und bin deswegen auch zufrieden. Ich denke, ich sehe das genauso und ich denke, das ist auch wichtig. Das sind Tatsachenentscheidungen, das Kampfgericht hat so entschieden, da müssen wir mit leben. Du hast einen tollen Kampf gemacht. Sag mal, das mit dem Antäuschen und Highkick, ich glaube, das war so ein Highlight in der dritten Runde. Ich habe gedacht, für mich war das, da habe ich gedacht, das ist es. Ja. Aber er hat ganz schön auch gegengehalten. Ich meine, er hat wirklich gut mitgekämpft, auch technisch. Das war ein technisch sehr hohes Niveau von euch beiden und er hat das auch gut mitgemacht. Ja, das stimmt auf jeden Fall und den Kick, den habe ich schon ein bisschen länger trainiert und das ist so, ja, so ein kleines i-Tüpfelchen, sag ich mal. Und es kommt auch immer gut an beim Publikum und auch für die Punktrichter ist das eigentlich immer so ein Ding. Und gerade wenn er dann natürlich so einschlägt, wie er jetzt das in der dritten Runde getan hat. Aber naja, hat nichts gebracht und im Endeffekt habe ich trotzdem verloren. Du bist ja wieder ein Bruder, Tom, auch ein alter Bekannter hier beim Day of Destruction. Das war deine vierte Teilnahme. Wie viel das Mal hast du jetzt gegen Chinesen gekämpft? Also beim Day of Destruction letztes Jahr habe ich gegen einen Chinesen gekämpft. Und vor nicht mal einem Monat waren wir in Irland, da hat mein Bruder gekämpft. Und ich bin da ganz spontan eingesprungen, was nicht geplant war. Ja, die Veranstaltung lief und dann kam Ralf zu mir und hatte gesagt, so, ob ich denn fit sei, wie ich im Training bin. Und ich war natürlich voll im Training wegen für Day of Destruction in der Vorbereitung. Und ja, da bin ich spontan da ganz sicher eingesprungen, habe das dann auch gemacht. Und ich muss sagen, es war ein sehr starker Chinese, habe den zwar verloren, aber ich bin super zufrieden. Das ist ja sowieso eine tolle Konstellation. Ihr seid ja nicht nur Brüder, ihr seid Zwillinge. Ihr kämpft auch beide in fast identischen Stil. Also wie macht ihr das? Trainiert ihr auch zusammen? Ja, davon gehe ich aus. Ihr trainiert zusammen? Ja, wir sind in meinem Gym, trainieren viel zusammen. Und ja, es ist gut, weil der eine kennt natürlich sehr gut den anderen. Ne? Das ist ja nicht auszuschließen. Und ja, wir kombinieren uns da super und Tom sieht Sachen, die ich nicht sehe und dann so verbessern wir uns und ja, es macht super viel Spaß mit unserem Team, alles, wir haben super Trainer und ja, kann man eigentlich nur, ist klasse. Ihr werdet aber niemals gegeneinander antreten, das habt ihr bestimmt eurer Mutter versprochen. Klar, unsere Mutter, unsere ganze Familie. Und ja, passiert nicht, auf keinen Fall. Ich glaube, das wollen wir auch nicht sehen. Wir wollen euch so in einer Einheit sehen. Der eine trainiert den anderen, unterstützt ihn am Ring. Und wir hoffen euch bald und hier wieder beim Day of Destruction oder auf einer anderen großen Kampfsportveranstaltung zu sehen. Euch gehört die Zukunft, ihr seid noch jung. Viel Erfolg weiterhin. Super, vielen Dank fürs Interview. Danke. Dankeschön. Dankeschön. Das war Day of Destruction TV mit Felix und Tom Minnertz. Herzlichen Dank.